das wird jetzt hier ein richtig relevanter Boxenstopp für uns. Startausstellung für den Grand Prix von Saudi-Arabien bei strömendem Regen. Pole Position für Carlos Sainz im Ferrari. Ferrari scheint also durchaus da mitkämpfen zu wollen. Der Sieger aus dem ersten Rennen, Lewis Hamilton, steht aber direkt auf Platz 2 wieder vor seinem Teamkollegen George Russell, der noch nicht auf Platz 3 kommt. Da ist nämlich Leclerc, dann Norris und Russell auf der 5. Verstappen 6., leicht verbessert, dann Alonso auf der 7 vor Choco New. Gasly auf der 9 und diesmal haben wir es in Q3 geschafft. Platz 10, ganz knapp. Ocon auf der 11 vor Magnussen. Piastri kommt dann auf der 13 zwischen den beiden Aston Martin. Dann Tsunoda und Lawson. Albon auf der 17. Pocher auf der 18. Bottas nur 19. Dann Sargeant, Vesti und De Vries. Und damit Servus und herzlich willkommen zur F1 23. Mein Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien. Uns steht ein Regenrennen hier bevor und da habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf, denn eigentlich sind wir hier richtig gut unterwegs und in den DRS-Zonen haben wir es oft geschafft, da nach vorne zu kommen und uns an der Konkurrenz vorbeizudrücken. Aber jetzt bei Regen ist das DRS nicht freigegeben und es wird richtig schwer werden, das Auto auf der Straße zu halten. Das ist ja eine relativ neu geteerte Strecke, da wird es richtig rutschig werden. Aber wir haben im Qualifying gezeigt, dass wir auf so einer Strecke durchaus mal in die Top 10 fahren können. Es wird aber richtig eng. Wir stehen im Alpine Sandwich und die waren im ersten Rennen richtig stark, zumindest Pierre Gasly, der auch vor uns steht. Und die Top 8 mit Ferrari, McLaren, mit Mercedes und Red Bull, die werden wahrscheinlich uns um die Ohren fahren. Von daher ist es wichtig, dass wir hier vielleicht am Start direkt was gut machen, um dann möglichst weit vorne in der Top 10 zu bleiben und diesen Platz zu verteidigen bis zum Rennende. Mal gucken. Wir gehen davon aus, dass wir einen Stop machen müssen hier im Regen, ungefähr zur Rennhälfte demnach. Es soll auch nicht aufklaren. Das wird lustig werden heute. 25 Runden stehen uns hier im strömenden Regen bevor. Mal gucken, wie der Grip in Renntempo sein wird und wie gut unser Start hier ist. Ja, lang nicht so gut wie auf Trockenreifen normalerweise, aber jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Keine Berührungen riskieren. Innen drin ist auch jemand. Wir können auf Platz 9 vorfahren. Joe Guanyu hat da ein paar Plätze verloren. Wir sind weiterhin im Alpine Sandwich, aber eben einen Platz weiter vorne. Safety Car, Vesti scheidet aus. Aber es ist ein virtuelles Safety Car. Und die ersten zwei Runden waren wirklich schrecklich. Wir haben überhaupt gar keinen Grip. Gasly schon fast 3 Sekunden weg. Und Ocon und Stroll hinter uns mit großem Druck. Ich weiß nicht, was los ist. Sind die im Qualifying denn alle schon auf Regen-Setup gefahren, weil sie hier dieses Regenrennen antizipiert haben? Ich bin mir nicht sicher. Also die Konkurrenz fährt, als wäre es trocken und wir haben gar keinen Grip in den Kurven. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Und Runde 5, jetzt die erste Runde seit langem, wo wir sogar minimal auf vorne aufholen und Ocon jetzt ein paar Zehntel abgenommen haben. Dahinter haben wir übrigens das Glück, dass Lance Stroll irgendwie nicht so wirklich die Pace findet. Vielleicht hat er auch irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Also wir sind aktuell recht komfortabel unterwegs auf diesem 9. Platz. Piastri jetzt neuer 11. Das gefällt mir, da bin ich mal gespannt, wie der Zeitenvergleich mit unserem Teamkollegen ausschaut hier im Regen. Okay, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Nachricht für uns. Wenn wohl Pierre Gasly technische Probleme hat, dann wird er jetzt so langsam zurückfallen, während wir genau 2 Sekunden Vorsprung auf Ocon haben. Der Zeitenvergleich mit Piastri zeigt erstmal keine größeren Überraschungen. Da sind wir in etwa gleich schnell unterwegs wie unser Teamkollege. Knappe 7 Sekunden hinter uns. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, wir konnten die Lücke zu Gasly jetzt schon schließen. Der hat wirklich große technische Probleme. Wir gehen hier auf die Außenbahn. Und können wahrscheinlich jetzt sogar hier auf dieser Mittellinie vorbeigehen am Alpine-Piloten. Ja, super gemacht. Keine Zeit verloren. Und ich hoffe, dass der sein Teamkollegen auch ein bisschen einbremsen wird. Dass Piastri mittelfristig aufholt. Mal gucken, ob sich die beiden Franzosen hier bei Alpine grün sind und sich gegenseitig durchlassen oder eben aufhalten. Und es scheint, als wären die technischen Probleme bei Pierre Gasly wieder gelöst. Der hat jetzt sogar durch Windschatten und Co. Ocon dazu verholfen, näher hinzukommen. Auf der einen Seite können wir froh sein, dass das quasi spät genug war, dass wir hier trotzdem vorbeigekommen sind. Auf der anderen Seite ist es jetzt richtig gefährlich, weil er direkt hinter uns
pushen wird. Und ich bin nicht so ganz guter Dinge, dass wir diesen achten Platz halten können. Uiuiui, Quersteher hier in dieser schnellen Kurvensektion, das war richtig knapp, gerade so das Auto noch gehalten. Und der Druck der beiden Alpine-Piloten ist auf jeden Fall da, der ist hoch und ich bin nicht so ganz guter Dinge, dass wir diesen Platz halten können, denn beim Boxenstopp wird ja nur einer der beiden Alpine-Piloten gleichzeitig mit uns wohl reinkommen. Und wenn wir dann wieder das Problem haben, dass wir die ersten vier Runden oder sowas gar keine Pace auf dem Intermediate-Reifen haben, dann wird es sehr, sehr, sehr zu einem Overcut führen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wichtig ist, dass wir zumindest mit einem Alpine gleichzeitig an die Box kommen und da dann die Nase vorne behalten, um diesen neunten Platz zu verteidigen. Aber ich fürchte, der achte Platz, der wird uns hier verloren gehen aufgrund der Tatsache, dass die Konkurrenz hier die Reifen fast nicht aufwärmen muss oder sonst was. Die sind direkt im Fenster, das ist verrückt. Was ist los? Gelbe Flagge. Lewis Hamilton scheidet aus und wir kommen auf jeden Fall in dieser Runde an die Box. Der rollt hier aus und wir haben in dieser Runde doch wieder was gut gemacht auf Pierre Gasly. Der hat irgendeinen Fehler drin gehabt und deshalb kommen wir jetzt rein in der Hoffnung, dass es der gute Zeitpunkt ist für uns. Virtuelle Safety Car. Das macht das Ganze natürlich noch spannender. Seltsame Boxeneinfahrt. Irgendwie war ich gerade voll abgelenkt von den ganzen blinkenden Aufblendungen hier. Das wird jetzt hier ein richtig relevanter Boxenstopp für uns. Und ich bin so gespannt, ob wir Platz 8, 9 oder 10 am Ende haben werden. Aber jetzt ist ja Hamilton ausgestiegen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Platz nochmal gut. Und wir bleiben jetzt erstmal vor Esteban Ocon. Das ist gut. Und ich glaube, beim virtuellen Safety Car haben wir jetzt natürlich am wenigsten Zeit auch verloren. Das ist die Frage, wo wir da rauskommen. Direkt neben Lawson. Aber wir haben ja immer noch das Virtual Safety Car, deshalb können wir hier noch nicht vorbeifahren. Platz 12 und im Verkehr, das ist nicht ideal. Das könnte ein Vorteil für Esteban Ocon werden. Für Gasly natürlich. Und der Nachteil auf den Reifen fühlt sich jetzt im zweiten Stint nicht so krass an wie zum Rennstart. Und wir können gleich pushen und versuchen hier außen uns hinzusetzen bei Liam Lawson. Es fühlt sich wie eine Verbesserung an mit den frischen Intermediates, also das war nicht schlecht. Piastri kommt rein und jetzt bin ich mal gespannt, auch der andere Alpine, Pierre Gasly, ist drin, ob wir da diesen Platz halten können. Und ich glaube, das war gut, dass wir während dem Virtual Safety Car drin waren. Das war ein sehr großer Vorteil für uns. Wir bleiben nämlich jetzt vor Ocon und vor Gasly. Kleiner Nachteil für Piastri jetzt eben dadurch, dass er hier in diese Runde erst an die Box kommt. Und wir sind deshalb auf einem genialen siebten Platz jetzt erstmal. Ja, und das ist jetzt richtig ärgerlich, denn Piastri hat wohl in der Box ein bisschen Zeit verloren und er wäre jetzt Zehnter eigentlich bereinigt, nachdem Hamilton ausgefallen ist, aber er kam leider hinter einem Aston Martin-Piloten raus. Vielleicht kann er sich da wieder vorbeifighten, so wie auch schon im ersten Stint an Lance Stroll vorbei. Ja, die beiden Alpinen hinter uns sind eine Gefahr, aber wir haben aktuell Vorsprung. Und das Wichtigste ist schon hinter uns, nämlich der Boxenstopp, dass wir da vorne bleiben. Das hat alles doch gut und überraschend gut funktioniert. Jetzt auch die ersten zwei Runden auf dem frischen Intermediate-Reifen nicht allzu schlecht. Und ich hoffe, dass wir das halten können. Wir dürfen jetzt einfach die letzten 10 Runden in diesem Rennen keine großen Fehler machen. Und dann haben wir hier richtig gute Chancen auf den ersten Punkteplatz in dieser Saison. Wir starten gleich Runde 20 von 25, noch 6 Runden zu gehen. Was sind die spannenden Punkte? Zum einen gibt es noch einen Dreikampf vor uns. Russell, Alonso und Verstappen kämpfen um Platz 4, während die Top 3 schon längst über alle Berge ist. Und hinter uns ist mittlerweile Esteban Ocon über 3 Sekunden weg. Wir haben jetzt hier gute Runden hingelegt. Ocon kommt nicht hinterher. Pierre Gasly scheint aber ähnlich schnell zu sein wie wir. Der hatte vor wenigen Runden noch 5 Sekunden Rückstand. Er scheint also der schnellste hier zu sein von uns dreien, aber nur ganz knapp. Die Zeiten gehen immer ein paar Zehntel hin und her und damit auch die Abstände. Und da dahinter, wenn wir jetzt vorsichtig sein müssen auf dem Randstein, ist Oscar Piastri mittlerweile vorbei an dem Aston Martin Pilot und hält aktuell ungefährdet den 10. Platz. Also das ist doch eine sehr gute Teamleistung, vor der wir hier heute in Saudi-Arabien stehen, wenn nichts mehr schief läuft. Und Saudi-Arabien lässt uns nicht im Stich. Tolles, tolles Rennen. Lando Norris gewinnt es währenddessen im Übrigen. Alonso wird, glaube ich, Vierter, kann sich da vorne durchsetzen. Und hinter uns gibt es, glaube ich, keinen Platztausch mehr zwischen Ocon und Gasly. Und wir holen mit Platz 7 und Platz 10 ein geniales Teamergebnis.
Das hätte ich sofort unterschrieben, wenn mir jemand vor dem Rennen gesagt hätte, dass es so ausgehen wird. Perfektes Rennen für uns. It's all about how you were with my parents. Yeah, it changed their minds. Cause you were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. Wirklich zufriedenstellend, dieses Rennen. Norris holt seinen ersten Saisonsieg, Leclerc wird zum zweiten Mal in Folge Zweiter und übernimmt damit die Spitze der WM, nachdem Hamilton ja heute ausgeschieden ist. Zhou Guanyu, der musste im ersten Stint an die Box kommen, da war irgendwas im Argen, vielleicht hat er sich irgendwo ein Teil abgefahren, der hat es dann nicht mehr geschafft, wieder aufzuholen, ist am Ende auf Platz 12 hängen geblieben und das ist natürlich richtig genial gelaufen, weil dadurch Oscar Piastri trotz der Probleme im ersten Stint hinter den beiden Aston Martin Piloten und dann nach dem Boxenstopp wieder ist er hängen geblieben. Trotz der Probleme hat er es geschafft, den 10. Platz zu holen. Finde ich wirklich eine gute Leistung. Am Ende sind es zwar 17 Sekunden Unterschied zu uns, aber ich glaube, die lassen sich sehr gut erklären durch schlechteren Startplatz und eben die Probleme. Von daher super Rennen, würde ich sagen. Es gab auch sonst keine großen Überraschungen hier im Feld hinten, außer dass die Aston Martin wirklich sehr, sehr schwach heute performt haben. Weiß nicht, was da los ist. Valtteri Bottas hat es übrigens sehr weit noch nach vorne geschafft. Auf Platz 11 am Ende fehlt ihm da aber doch einiges auf Oscar Piastri. Und wie schon gesagt, übernimmt Charles Leclerc die Spitze. Lando Norris nach dem Sieg und nach dem 5. Platz im ersten Rennen holt Platz 2 hier aktuell oder hält Platz 2. Russell und Hamilton dann aber direkt dahinter und Hamilton war auch heute auf einem sehr guten Kurs. Das heißt, die Mercedes-Piloten sind weiterhin die Favoriten, wobei Ferrari wirklich auch stark scheint und ich glaube, das wird ein richtig spannender Dreikampf zwischen diesen drei Teams. Verstappen dann auf der 7 mit den ersten Punkten in dieser Saison und wir mit 6 Punkten ebenfalls und damit auf Platz 9 aktuell noch vor Zhou Guanyu, Ocon und Stroll. Piastri holt auch seinen ersten Punkt und zieht gleich mit Kevin Magnussen. In der Konstrukteursrangliste passieren wir deshalb Aston Martin, die ja im ersten Rennen Platz 9 und 10 geholt haben und sind mit 7 Punkten auf Platz 6, Alpine und Red Bull aktuell mit 12 Punkten, wobei Red Bull da sicherlich ein paar mehr Chancen hat, da diesen 4. Platz zu holen. Aber um Platz 5 wollen wir in dieser Saison fighten. Aston Martin scheint nicht so stark zu sein und Alpine mit einem guten Saisonstart, aber auf einem ähnlichen Fahrzeugniveau, wie wir das sind wahrscheinlich. Ferrari im Übrigen durch die konstanten Leistungen ohne Ausfall bisher 1 Punkt vor McLaren auf Platz 1. Ja, dann sind wir wieder zurück im Hauptmenü und stehen wieder vor der Frage, bei welcher Abteilung wir als nächstes forschen und entwickeln wollen. Wir haben hier wieder Triebwerk, diesmal noch Strapazierfähigkeit dabei und deshalb haben wir leider wieder nicht Chassis und Aerodynamik, was wir pushen können. Nichtsdestotrotz, auch beim Triebwerk liegen wir ein bisschen hinten und da wir bei Aerodynamik aktuell ein ultimatives Upgrade in der Warteschlange haben, würde ich sagen, pushen wir als nächstes beim Triebwerk weiter und gehen deshalb da auf dieses Ausrüstungs-Upgrade und hinterher können wir noch hier die Strapazierfähigkeit machen, um dann kurz vor dem Rennen nochmal bei der Strapazierfähigkeit vielleicht ein Upgrade auch in die Pipeline zu schicken. So, der Schwerpunkt Triebwerk ist angekommen, beziehungsweise das Upgrade installiert und jetzt geht es hier rein für uns. Und dann wollen wir doch einmal hier einmal das große Upgrade mit dem Auspuff machen. Das kommt vor Aserbaidschan an und dann ist ja letztes Mal was schief gelaufen. Wir könnten aber auch hier ein weiteres großes Upgrade machen, aber ich würde sagen, es macht Sinn, nicht gleich alles wieder auszugeben. Umgestaltete Brennkammer, das kostet 394, das kommt dann nach Australien an und dann haben wir ja immer noch genügend Ressourcenpunkte.
um zumindest bei der Strapazierfähigkeit dann noch was zu machen. Und das wollen wir dann kurz vor dem Rennen machen, wenn da die Teamaufbauseminare abgeschlossen sind. So, wir haben den 28. März und tatsächlich haben wir jetzt noch 1700 Ressourcenpunkte übrig. Da gehen wir mal rein in die Strapazierfähigkeit. Am besten wäre es beim Getriebe was zu machen, aber dafür bräuchten wir noch eine weitere Stufe hier an der Stelle. Was sind denn sonst Probleme? Ich möchte mal kurz vorher hier reinschauen. Die höchste Auslastung oder höchste Abnutzung hat, wie gesagt, das Getriebe. Und an nächster Stelle kommt, wenn man es ein bisschen hochrechnet, der Verbrennungsmotor. Und dann wahrscheinlich der Turbolader. Also wäre es sinnvoll, dass wir da vielleicht beim Verbrennungsmotor was machen, wenn wir das denn können. Aber auch hier sind wir schon recht weit. Die anderen Einheiten sind gar nicht so kritisch. Am ehesten noch der Turbo, deshalb würde ich hier auf den Turbo gehen an der Stelle. Das kostet 1300 Ressourcenpunkte und dann sind wir für die Strapazierfähigkeit für diese Saison auch wieder gut aufgestellt. Zwar am schlechtesten im Teamvergleich, aber trotzdem, so viel kaputt geht dann auch wieder nicht, dass es sich lohnen würde, da so viele Ressourcenpunkte reinzustecken. So wie es scheint, hat Red Bull aber Upgrades gebracht. Das sieht man hier auf dieser Grafik noch nicht, aber die sind ja deutlich näher rangekommen an die Top-Teams, an Aston Martin, Mercedes, McLaren und Ferrari. Der Abstand zu Alpine ist größer geworden. Das heißt, da war jetzt auf jeden Fall ein Krisen-Upgrade geplant, so wie es scheint. Und wir müssen schauen, dass wir hier den Anschluss nicht verlieren. Ja, vor dem Grand Prix in Australien können wir aber nicht weiter irgendwas tun. Wir haben ja hier, wie man an der Linie auch sieht, einiges in der Pipeline. Da wird einiges kommen. Wir werden vor Alpine sein, früher oder später, da bin ich mir sicher. Wir haben die nötigen Schritte dafür getan und erledigt. Und jetzt geht es darum, dass wir im nächsten Rennen wieder an diese Leistung anknüpfen können. Beide Autos sind die Punkte gebracht. Das wäre genial, wenn wir das in Australien wieder schaffen würden. Kleinvieh macht auch Mist und getreu dem Motto würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in Australien wieder auf der anderen Seite des Kontinents. Macht's gut, bis dahin. Ciao und Servus.